Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Regrows. Natze ist auch wieder dabei. Ja. Wie immer. So, keine Folge ohne mich. Brennt ein Zombie. Brennt ein Zombie. Hier irgendwie. Nö. Ja, ich gehe mal nochmal nachher aus da gucken. Ja, du hast da mehr Glück. Wo war die Spinne? Die war hinten raus. Aber ich glaube, die ist jetzt schon wieder weg. Hinten beim Creeper war die in der Nähe. Hier stehen drei Creeper rum. Okay, da hinten stehen auch zwei. Da stehen auch noch welche. Hilfe, der ist hinter mir her. Der auch. Ach, hier unten ist auch ein Creeper. Egal, ich gehe jetzt tauchen und guck mal nach. Das ist ein Schmetterling. Nee, Quatsch, kein Schmetterling, das war eine Fledermaus. Ich habe Spinnenfaden. Ich habe einen Spinnenfaden. Ja, ich habe auch einen Spinnfarben, aber ich brauche jetzt hier erstmal irgendwie eine Auster. Ja, macht nichts. Dann kann ich nämlich mal dieses komische Buck-Ding da craften. Also eine Auster hatte ich ja vorhin schon mal gefunden, aber da war irgendwie nicht das Passende drinne. Ja. So, also, gut. Dann crafte ich jetzt mal diesen Buckbinder. Hier unten ist ein Meteorit eingeschlagen, oder was ist das hier? Weiß ich nicht. Kann sein, irgendwo, ja, ist sowas ähnliches wie ein Meteorit, ja. So. Dann baue ich jetzt mal dieses Bookbinding-Ding, was immer das ist. Vielleicht gibt es ja dafür eine fertige Quest. So, Bookbinder habe ich gebaut. Und was immer der ist das jetzt hier? So, wo war der drin? Der war irgendwo hier drin? Ja, Absylstone war das. Claim Reward, jawoll. Ja, so, ich bin hier aber... Und Experience Drops. Bin hier immer noch auf der Suche nach so einer blöden Auster. Ich habe bisher nur eine gefunden und die war auch noch die verkehrte. Partridge. Das nicht. On Witchery. Das ist Witchery-Buch. Gut, okay, das will ich jetzt nicht haben. Gerade mal. Das ist mir eigentlich völlig egal. Was kommt hier noch? Na, wieder auftauchen. Wieder Luft holen hier. Ach ja, wir haben ja hier das Zeug ja auch noch. Braucht Horn es, of the Wild. Ich schaue mir das mal. Bräuchte man jetzt so ein Austern-Suchgerät hier. Horn of the Wild. Pastinaken-Seed. Gut. Und 5 Living Wood. Das sollte man doch hinkriegen. Living Wood hat man ja irgendwo. Wo ist denn das hin? Was ist unser Living Wood? Wir hatten doch Living Wood. Da. 5 Stück und eine Pastinaken. Das müsste da unten eine Auster sein. Ich guck gleich mal. Wo ist denn dieser scheiß Samen? Dieser Drecks-Pastinaken-Samen. Den hier irgendwo reingestopft? Nö. Die Kisten sind ja noch leer hier hinten, genau. Ah, scheiße, jetzt hänge ich in den Algen fest. Nein. Das sauf nicht. Pastinaken-Seeds. Wir hatten doch welche von den scheiß Dingern. Ach, da sind sie. So. Wie geht ein schnelles Auftauchen? Aha. Einfach nach oben schauen. So. Doof. So. Ich habe Horn of the Wild gebaut. Sehr schön. Und ich versuche hier immer noch irgendwie Fertilizer und Bone Meal. Bone Meal habe ich hier irgendwo rein. Genau. Und den Floral Fertilizer nehmen wir auch mal. Den stopfen wir hier rein. Haben wir, glaube ich, noch mehr? Genau, hier 26. So. Gut, ja. Dann haben wir das. Oh, haben wir. Jetzt kriege ich aber richtig Schaden. Cool. Ja, ob das cool ist, dass ich Schaden kriege, weiß ich nicht. Nee, das habe ich nicht gemeint. Ich habe gerade das Horn of the Wild benutzt. Also diese Austern kriegst du so nicht abgebaut. Steht zwar dran, effektives Tool, Pickaxe, aber wenn du draufhaust, passiert gar nichts. Wahrscheinlich wirst du erst mal ewig draufhauen müssen. Oder brauchst einen Chopper. So, wie sieht das Ding? Ich guck mal kurz hier. Ach Gott, Mensch. Ich guck mal kurz hier, was hier so wächst. So, ich guck erstmal, was ich da jetzt eingesammelt habe. Wieder Carrot Seeds. Ich will keine Carrot Seeds. Aber hier gibt's Pumpkin. Ich hab doch da eben gerade was eingesammelt. Verdammte Naht. Habe ich das richtig jetzt gesetzt? Pass mal auf, jetzt muss ich mal schauen hier. Das eine war Melon. Die Melon Seed wird gemacht aus einer Carrot und einer Pumpkin. Genau, das haben wir ja hier. Carrot und Pumpkin, gut.
Ich erd mal kurz unser Feld ab. Und mach mal Bratkartoffeln. Ja, ich hab doch da eben gerade das Ding eingesammelt. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das kann ja, ich ja schon wieder runtertauchen. Das war alles hier einsammeln. Damit wir wieder genügend zu essen haben. Vor allem, dass die so weit unten wachsen, ey. Ich hab mir schon gedacht, dass die irgendwo sind, wo du nicht so leicht hinkommst. Ah, ich bin ins Wasser gefallen. Also da ist nichts drin in der... Oh, hier unter Wasser ist ein Bienenkorb, also ein Bienenstock. Ja, das ist eine Wasserbiene. Ja. Eine Wasserbiene. Da müssen wir mal nochmal weiter gucken wegen so einer blöden Auster. Das ist doch... Ja, deswegen habe ich es jetzt aufgegeben und kümmere mich erstmal um die anderen Quests. Joa. Hier ist irgendwie so ein ritueller Stein auf der Insel. Ist das so gewollt? Echt? Ja. Ich schwimme hier gerade rüber. Stein? Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Obsidian-Totem. Oh ja, geh mal weg von dem. Das ist Saubcraft, oder? Müsste das sein? Kann das sein? Ja. Würde ich lieber mal erst gehen lassen. Den brauchen wir später. Was auch erklären würde, warum das Wasser hier so schwarz ist. Ja, das ist wohl wahr. Gut, abgeerntet habe ich. Alles eingesammelt, ja. Deswegen brauche ich aber immer hier noch so eine blöde Auster. Irgendwo waren doch Salzblöcke, habe ich doch gesagt. Gell? Irgendwo waren doch Salzblöcke. Hier waren doch Salzblöcke. Ja, das ist Kies. Irgendwo hatte ich Salz gesehen. Irgendwo war Salz. Das Salz? Ne, das ist Clay. Ich habe Halunkinationen. Echt? Ja. Okay, kein Salz. Dann später. Also das ist ein Tintenfisch. Wesentlich effektivere Nahrungsmittel machen. Was ist denn das hier unten? Was habe ich denn da gerade eingesammelt? Oh, Tinte. Durch den einen Mod. Schauen wir mal, hat sich hier was getan? Nö. Nischt. Aber ich habe jede Menge Zeug eingesammelt. Ich will jetzt aber auch nicht allzu weit hier vom Haus wegschwimmen, das ist doof. Kartoffeln, das da, Gammelkartoffeln, sieht. Da, die gelben Rüben hier rein. Kartoffeln hier rein. Weizen tun wir hier rein. So. War da irgendwo Brot eigentlich? Was für eine Auster war denn das jetzt eigentlich? Eine Pearl-Auster. Brot ist hier oben. Da. Eine Pearl-Auster müssen wir abbauen, okay? Ja. Gut. Das habe ich. Dann haben wir ein Pumpkin. Stopfen wir einmal hier rein. So. Ist hier hinten ein Creeper explodiert oder warum? Ah, hier vorne. Creeper explodiert. So, was haben wir denn eigentlich noch alles? Bin mal gespannt, ob da jetzt was passiert. Artischocken-Seeds gibt es auch noch. Wie macht man denn die Water-Artischocke? Water-Artischocken-Seeds da. Die macht man aus einer Belladonna und einer Mandrake. Ach du Scheiße. Und mit Wasser. Eine Belladonna brauche ich und eine Mandrake. Gibt jetzt gleich wieder Schwindelanfall. Nee, noch nicht mal. So, die zwei habe ich. Und jetzt weiß ich auch, für was dieses Loch ist. Da kann man Wasser reintun zum Züchten. Okay. Gerade gesehen. So, wo ist meine komische... Was habe ich da jetzt gekriegt? Eine braune Perle. Aber ich kriege diese Pearl aus da nicht abgebaut. Oh, das ist natürlich eher schlecht. So. Pass auf, so. Aber ich glaube, wir brauchen für diese Pearl-Auster brauchen wir sowieso einen Shopper. So, und zum Mitnehmen habe ich noch eine Belladonna hier. So. Und hier muss Wasser rein. Haben wir da hier irgendwie. Ah, müssen wir so machen. Gut. Also komme ich mal wieder rüber. Aber ich züchte hier weiter, in der Hoffnung, dass sich irgendwas ergibt. Aber ich weiß ja jetzt, wo so eine Auster ist. Oh, das ist Öl. Das ist ja gut, wenn du weißt, wo eine Auster ist. Ja, es wird jetzt gerade wieder dunkel. Ja. Von daher. Ist schon wieder Nacht. Dann wollen wir ja mal gucken, was der Bayerwald so an Quests schon wieder erledigt hat. Ja, nicht wirklich viel, aber. Ich sammle mal hier das Chuck ein wieder.
Suche noch Gehirn. Irgendwo haben wir noch Restgehirn. Ich hatte irgendwo eine Kiste mit Gehirn gemacht. Ja, ich habe noch Resthirn gefunden. Ja, ich brauche auch bald wieder was zu essen. Zur Not haben wir ja noch unser Brot. Ja, wir haben ja hier eh alles. Ich habe ja hier eine Kiste aufgestellt. Dumm-di-dumm-di-dumm. Oh, einmal komplett ums Haus rumrennen, ey. Nehm mal die Öfen hier weg. Stell die mal hier ans Fenster. Zack. So. Ja. Zack. Zack. Wo packen wir die Perlen rein? Stopf die mal irgendwo da hinten in die Kiste rein. Wo? Tinte habe ich auch wieder. Holz. Holz. Holz, gut. Ach nee, ich habe ja hier noch den Kuchen, stimmt ja. Kiste, pass mal auf. Barrel. Warum haben wir da eigentlich nur einen? Achso, weil die haben wir nur einmal gebaut, gell? Ein Barrel. Hier, so. Arschloch. Weil ich einen halben brauche. Toll. Haben wir da noch irgendwo welche? Man sollte es auch richtig schreiben. Ja. So. Barrel. Jetzt. Einer. Und dann hole ich mir einfach nochmal eine Kiste. Mache noch einen zweiten Barrel. Da ist einfach mehr Platz drin in den Dingern, als in den Kisten. So, Barrel. Was braucht man denn jetzt, um so eine blöde scheiß Auster abzubauen? Ich weiß es nicht. Ich lege mich jetzt mal ins Bett. Es ist schon wieder Nacht. Wahnsinn, wie schnell die Zeit hier vergeht. So, ja. Ich bin unterwegs. So. Ja. Dritter Tag. Ich wollte da jetzt eigentlich schon nicht schon wieder runtertauchen, um zu gucken, was ich da jetzt wirklich für brauche. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du den Block drunter abbauen. Wie einfach nur scheiß Carrot Seeds wachsen. Das sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Mandrake, also den habe ich hier gebaut. Was ist hier? Potato Seeds. Wollte ich auch nicht haben. Hattest du sonst noch irgendwelche Quests abgeschlossen, von denen ich jetzt nichts weiß? Ich habe die eine Quest abgeschlossen mit dem Ja, Embraces. Ach ne, Bookbinder da oben. Ja, ich sehe das schon. Warte. Mit dem Horn auch. So. Jetzt mal hier, pass mal auf, die Seeds mal analysieren hier. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Potato Seeds. Gut. Nein, das ist kein Potato Seeds. Und ich versuche das jetzt gleich mal mit dem Block da unter drunter Potato, abzubauen. Potato, Potato. So. Irgendwie muss man auch so eine scheiß Auster rankommen da. Axt. Der Analyser-Typ. Du kommst mal hier. Ich gerne auf irgendeinem Block stehen. Haben wir irgendwo noch einen Block? Hier haben wir einen Marble-Block. So. Den chiseln wir mal. Schüssel. Schüssel, Schüssel, Schüssel. Das ist doch ein schöner Block. Den nehme ich so. Der ist cool. Genau. Modella. So. Leg dich mal dahin. Ich gehe noch mal rüber zur Auster. Das lässt mir ja keine Ruhe. Jetzt nehme ich mir eine Schaufel und grab mal das unterste Ding weg. Ja. Ich analysiere mal Seeds hier. Hinten ist schon wieder ein Creeper. Der ist schon, der nicht. So, Seeds sind analysiert. Wir haben jetzt hier welche mit Growth 2, Strength 2. Chain 1, haben wir noch irgendwo einen mit 2? Chain 2, Chain 1, der da hier. Growth 1, Growth 2. Ich glaube, ich brauche nochmal so ein Ding hier. Ah, ja, was hier ein Tintenfischen ist. Potato Seeds. Wir brauchen auf der Rückseite noch einen Ausgang. Ja. Auf jeden Fall. Das kannst du ja eben machen. Ich bin gerade dabei, weil es geht mir gerade ein bisschen tierisch auf die Klöten, dass ich jedes Mal hier außen rundherum laufen muss. Gib mir mal Holz. Ja. Ich hätte mir vielleicht mal ein Schild basteln sollen, so wo die Auster drauf markiert ist oder so. Eigentlich sollte da ich ja gleich die richtigen Türen bauen, ja, aber ich bin jetzt zu faul. So, Pickaxe.
Loch. Also ich weiß ja nicht, was, aber du hattest recht. Ich habe einfach nur darunter den Erdblock weggemacht und jetzt habe ich die Austern im Winter. Das ist doch gut. Haben wir noch gechiselten Marmor irgendwo? Ja. Habe ich noch im Inventar. Kannst du gleich haben. Ich habe gerade gefunden. In der Kiste. Warum fragst du dann erst? Ach, ich weiß doch. Oh, die Tür läuft auch gut. Die sitzt perfekt hier. Zumindest, wenn wir nicht wollen, dass jemand reinkommt. So. Okay, auf die Scheißtür hier. So. Machen wir hier die ganzen Potatoes weg. So, alles einsammeln und dann züchten wir mal hier. So, so, so. Da habe ich doch jetzt. Geh weg hier. Ich habe doch hier 2, 1, 2 und das ist die andere. Genau, das ist der stärkere und der. Ah, endlich eine Tür. Ja, ich war so mal so frei. Aber haben wir es ja doch noch geschafft, die Quest fertig zu kriegen. Hoffen wir mal. Wahrscheinlich kommt jetzt mal irgendwas. So, ganze Potatoes Seeds hier rein. Scheiß Kiste ist voll mit Potatoes Seeds. Das auch nicht. Kartoffeln. Das auch nicht. Kartoffeln haben wir hier. Ich sage jetzt nicht, dass sie nicht fertig ist. Ich guck gerade, wo waren die Quests nochmal drinne? Das war irgendwo, wo wir noch null hatten oder was. Oder ganz wenig. Hier, doch. Ja, ist fertig. Ja. Flame Reward. Was haben wir denn jetzt bekommen? Lauter Bücher. So, Perlen haben wir bekommen. Ich stopfe mal hier rein. The Sea Witch Guide. Die Perlen, die würde ich da noch nicht mal reinstopfen. Warte mal, das machen wir anders. Habe ich noch Dreck dabei? Nein, habe ich nicht. Willst du züchten oder was? Ja, sicher. Perlen züchten. Weil es funktioniert. Ja. Eine Flasche voll Dreck brauche ich. So. Carrot Seeds. Arschloch. So, wo haben wir denn jetzt hier den Wassereimer? Wo ist der Clay Bucket? Ich bin jetzt so weit und schmeiß. Der ist in der Kiste in der obersten. Ach, ja, habe ich schon. Gut. So, jetzt haben wir den Award. Was haben wir noch? Da ist nichts mehr drin in dem. Encoding the World. Was haben wir denn hier? Ey, du Oller Schlamper, wir haben hier hinten auch noch ein Bücherregal. Wir brauchen eine Modest Princess. Das geht nicht. Und hier ein Sifter. Was ist denn das Sifter? Da brauchst du Wolle für. Ach Gott. Das ist ein super. Sieb. Toll. Wir haben keine Wolle. Wir haben keine Schafe. Haben. Wahnsinn. Was haben wir hier? Ist hier irgendwo was dazugekommen? Nee. Sunshine Lollipop Day Blooms. Okay, dann kümmere ich mich mal um den Scheiß hier. Dayblum. Nein. Gelb, blau und pink. Orange. Gelb, blau, orange, gelb haben wir hier. 1, 2, 3, 4, 5. Orange und blau. So. Blau. Orange und gelb. Seeds. Da ging, glaube ich, jegliche Drecksseeds. Wo ist der Eimer? Hast du dabei, oder? Ja, den hab ich dabei, den kriegst du jetzt auch nicht. Brauch den, das kann ich nicht weitermachen. Was hast du vor hier? Austernzucht. Gib mir mal den Eimer in der Zwischenzeit. Kriegst du gleich. Oh, was? Das war ein Clay, oder? Ja, kannst du gleich haben. Diese, immer diese Ungeduld hier von dir. Ja, ich guck grad, ob wir noch irgendwo Clay haben, dass wir einen zweiten machen können. Ja, haben wir mit Sicherheit. Hier. Genau, ich mach mal einen zweiten. So. Der ist gebrannt, oder? Gell? Ja, den musst du im Ofen brennen. So. Brenn ich grad. Der brennt. So, der Lay. Ich hoffe, das funktioniert auch so mit dem, was ich mir da so gedacht habe. Das weiß ich nicht. Ich hab auf jeden Fall ein Clay Bucket. Und produziere jetzt mal eine Dayblum. Immer dieses Laufen hier. Ja, nervt. Du, Della, du kommst hier die Ecke. Dann musst du jedes Mal, wenn du Wasser geholt hast, musst du den Clay Bucket wieder neu in die Hand nehmen. Ja. Das ist. Zack. So und so. Und jetzt muss ich gucken, wie war es? Ich brauche 2 gelbe, blau und. Genau. 1, 2, 1, 1,
Arschloch. Jetzt schon, was ist jetzt schon wieder los? Ihr nehmt keine Potato Seed, sondern eine normale. So scheiß. Haben wir irgendwo einen normalen Seed hier? Aber diese Wasserfelder, die sind gar nicht schlecht. Da kannst du auch nachher irgendwie Wasserpflanzen anpflanzen, wenn wir dann auf die Austern keinen Bock mehr haben. Du nimmst den Seed nicht. Mich verarschen? Ich hab doch alles drin. Junge. Ach ja. Laufen, laufen, laufen. Ach, ich brauch hellblau. Ach, scheiße. Ich wollte das eigentlich noch vor dem Folgenende fertig haben. Ich auch. Ich brauch einen hellblauen. Toll. Ich hab den falschen gehabt. So. Zack. Brauch ich nochmal Wasser. Das mache ich jetzt alle fertig hier. Ja, ich bin ja auch die ganze Zeit am Hin und Her rennen. So. Ich brauche eine hellblaue Blume und keine normale blaue. Hier haben wir eine hellblaue. Udella. Jetzt habe ich auch hellblau. Genau. So. Es wird schon wieder dunkel draußen. Vogel. Wasser rein. Leck mich doch am Arsch hier, ey. Eins, echt? Zwei, eins, eins. Wo ist mein scheiß Seed hier? Da, ich habe eine Dayblume. Wie viel brauchen wir davon, um die Quest zu erfüllen? Ich weiß es nicht. Musste mal gucken. Ich hab das, aber ich kann den Reward nicht claimen. Musst du vielleicht noch was anderes auswählen? Ach, unten? Pick one. Siehste, sag ich doch. Genau, ich habe die Dayblooms genommen und du nimmst die Nightblooms. Gut, mache ich gleich. Okay. Ich will jetzt eben nur schnell... Könntest du mir eben schnell noch mit dem Wasser helfen? Dann geht das eben schneller. Mach dir halt ein unendliches Wasserloch daneben. Sehr doof, ich brauche ja nicht so. Ja, ist doch wurscht. Ja, kommst du eben mit dem Eimer, hilfst ich mir eben Wasser. Ja, los. Bin schon da, bin schon fast da, ne? Kein Stress hier. Nein, 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 nein. Wo ist mein Eimer hin? Oh. Oh Gott. Ja, der spült die, das Wasser spült erstmal die ganzen Fackeln weg. Das ist super. Hör sie wieder auf. Einmal falsch geklickt und alles unter Wasser. Einmal einfach verschwindet. Jedes Mal. Drecksvieh. Jedes Mal haut er den wieder zurück irgendwo in. Ja, ja, aber das meine ich ja. Das ist ja, das ist echt nervig. In den sinnlosen Ding hier. Nein. Oh. Wo läuft da das Wasser jetzt raus? Nirgendwo, den haben wir daneben gesetzt. Ach so. So. Gut, dann können wir aber auch jetzt. Ja, dann kann ich eben schnell noch die Austern reinsetzen und dann sind wir fertig. Genau, ich esse noch was, fülle mein Wasser einmal wieder auf. Wenn ich jetzt wüsste, wie man die da reinsetzt. Schau jetzt mal kurz hier, ich glaube, ich habe einen Melonensamen. Das geht gar nicht. Potato Seed? Ich kann die da nicht reinsetzen. Ich habe einen Melonensamen. Nein. Ich noch mal ein. Wieso kann ich da keine Austern reinsetzen? Weil du die wahrscheinlich nur unter Wasser setzen kannst. Da ist doch Wasser drinne. Ja, aber das ist kein richtiges, das sind Feldwasserzeug. Also jetzt schauen wir mal bei der Quest noch mit dem Ding. Weil ich habe einen Melonensamen gerade bekommen. Melonensamen? Ja, und krieg Melonen dafür. Haha, 16 Stück. 16 Wassermelonen. Habe ich jetzt auch. Genau. So, und dann haben wir da oben noch irgendwo eine Quest fertig gehabt. Mit dem, ja, mit der Blume, genau. Und ich nehme die Nightshade. Okay. Alter, also, das sieht man den Melonensamen, da kann nix. Okay, gut, gut, dann ist aber Folgenende. Richtig. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn, tschüss. Ciao.